Die SPD lehnt eine große Koalition weiter ab. Damit bleiben im Grunde nur noch diese Möglichkeiten, eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Während man sich bei CDU und SPD dazu bisher bedeckt hält, kommen von CSU und Grünen klare Signale. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer hat nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen eine Minderheitsregierung mit den Grünen abgelehnt. Eine Minderheitsregierung mit den Grünen wird es sicherlich nicht geben, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag im Deutschlandfunk. Aus Neuwahlen würde die CSU seiner Meinung nach eher gestärkt herausgehen. Seine Partei habe sich bemüht, diese Regierung zu bilden. Dies sei aber nicht möglich gewesen. Die FDP habe sich hingegen schon relativ früh dafür entschlossen, diese Koalition nicht zu machen, fuhr Kreuzer fort. Ich glaube, dass die FDP aus ihrer Sicht konsequent gehandelt hat, aber aus Sicht des Staates ist das nicht gut, sagte der CSU-Politiker. Die SPD hat erneut klargestellt, dass eine mögliche große Koalition für sie nach wie vor nicht in Frage kommt. Auch Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner stellt sich auf Neuwahlen ein. Er warf der FDP vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Wir hatten Signale auch aus der CSU, dass es eine Bereitschaft gab, sich zu bewegen, sagte er bei NTV. Aber bevor es eine Einigung gab, ist die FDP aus der baden-württembergischen Landesvertretung her ausgestürmt. Kellner sieht Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun am Zug. Am Ende des Tages, glaube ich, läuft es auf Neuwahlen hinaus, sagte Kellner im ZDF-Morgenmagazin. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hingegen will bisher nicht über Neuwahlen sprechen. Man könne die Verantwortung, vor der sich die FDP leider drücke, jetzt nicht einfach abgeben, sagte